100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg haben wir noch immer nichts dazu gelernt. Bis heute, ja gerade in diesem Augenblick, wird auf unserer schönen Welt bis aufs Blut gekämpft. Und erschreckend oft mischen dabei die großen Weltmächte mit und befeuern diese Kämpfe nur für ihre eigenen Vorteile. Manche werden sagen, wir hätten Waffenembargos und Exportverbote. Aber was nützen die, wenn die Rüstungsindustrie sie dreist umgeht und dabei Milliardengewinne einfährt? Natürlich mischen auch deutsche Firmen hier groß mit. Leidtragend ist am Ende die Zivilbevölkerung. Grundrechte werden vielerorts mit Füßen getreten. Friedensbemühungen verblassen. Man gewinnt den Eindruck, manche Medien helfen dabei, ein Feindbild aufzubauen. Wem kann man glauben? Die Angst ist eine nützliche Triebfeder, wenn man Überwachung und militärische Präsenz rechtfertigen will. Man baut auf unsere Ignoranz und Ohnmacht. Der Umgangston wird rauer. Misstrauen und Hass nehmen zu. Sie verdrängen Mitmenschlichkeit und Zusammenhalt zusehends. Vorsicht vor gesellschaftlicher Spaltung. Zeit für ein Zeichen der Hoffnung. Tausend Lichter für den Frieden. Tausend Lichter gegen Gewalt. Tausend Lichter, lass uns mehr lieben. Tausend Lichter. Lichter für die Welt. Bitte gib das Mikro bitte fort weiter an Matthias. An Matthias, bitte. Matthias erst, ja. Ich denke, wir haben heute solch eine wahnsinnige Rednerliste. Das würden wir uns eigentlich jeden Montag wünschen. Aber jetzt denke ich, machen wir das die Abfolge Matthias und dann Malte und dann Ken Jebsen. Vielleicht kommt, dann meldet sich noch jemand. Also wir sind... stehen dem positiv gegenüber. Meldet euch bei uns. Matthias, bitteschön. Ja, danke schön. Herzlichen Dank. Liebe Friedensengel, liebe Berliner, liebe Friedensaktivisten, mein Name ist Matthias Tretschok von der Initiative Stop the War Nehmen. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass auch die Friedensinitiativen oder Friedensaktivisten von Aufstehen heute mit dabei sind. Das ist zum ersten Mal. Und ich hoffe, dass das auch nicht das letzte Mal war. Als die Welt im März 2014 auf der Krim plötzlich die zahlreichen Menschen in Grün ohne Erkennungszeichen erblickten, der Dirk hat es kurz angesprochen, waren die EU-NATO-Strategen schockiert. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Halbinsel Krim von der Ukraine nach Russland zurückgeholt. Putin hat den Regierungen der Europäischen Union, der Ukraine und den Oberbefehlshabern der NATO zu verstehen gegeben, dass Russland keine weiteren Verletzungen seiner nationalen Sicherheitsinteressen wie bereits bei den NATO-Osterweiterungen in den 90er Jahren zulassen werde. Die Verhandler der EU stellten zuvor die Ukraine erpresserisch vor die Wahl, entweder ein Bündnis mit der EU oder mit Russland einzugehen. Die EU-Assoziierungsabkommen sah eine militärische Komponente gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vor, was bedeutete, dass die Ukraine wie alle anderen ehemaligen Ostblockstaaten zuvor später auch NATO-Mitglied werden würden, was Russlands Präsident aus sicherheitspolitischen Erwägungen niemals akzeptieren würde. Und das war damals allen Beteiligten absolut klar, dass das die Ukraine zerreißen würde. Nach dem Maidan-Putsch solidarisierten sich die Friedensaktivisten und Teilnehmer der Berliner Mahnwachen seit 2014, nunmehr seit 246 Wochen lang mit den Menschen in Russland, mit den Menschen in der Ukraine, mit den Menschen auf der Krim, in Deutschland und der Welt, wo die allermeisten nur eines wollen, Frieden auf der Welt. Vielen Dank für euer unfassbares und stetiges Engagement. Ingo, Mitch, Jürgen, Martin, Norbert. Mitarbeiter der Friedensbrücke, Kriegsopferhilfe e.V.
waren vom 22.10. bis 4.11.2018 in der Region Donetsk unterwegs, um Sachspenden an Opfer dieser in den Medien verschwiegenen Krieges zu verteilen. So erzählt mir Liane, da steht sie, sie war selbst direkt vor Ort, eine Geschichte, wo der Sohn und der Vater mit der Waffe in der Hand sich gegenüberstehen, auf gegenseitigen Fronten. Der eine auf der Ukraine-Seite, der andere auf der Verteidigerseite des Donetsk. Mein Sohn ist irgendwie um die 30 Jahre jetzt roundabout. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, wenn ich meinen Sohn auf der anderen Seite mit dem Gewehr sehen würde, auf mich gerichtet. Und wenn ich jetzt an die Situation, wenn ich jetzt an 2019 denke, wir haben Kommunalwahlen, wir haben EU-Wahlen, ich weiß ganz bestimmt, wo ich mein Kreuz nicht machen werde. Die nächste Fahrt wird sein vom 17. bis 22.12.2018 und wo die Liane mit Mitarbeitern wieder in den Donetsk fahren wird, wenn es denn dann noch möglich ist. Und das wäre natürlich spannend, wenn ihr dann entsprechende Spenden dem Verein Friedensbrücke Kriegsopferhilfe übermitteln würdet. Am 21.11.2018 Deutscher Bundestag. Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin seit 2005. Die Bundeskanzlerin beschreibt in ihrer Regierungserklärung vor dem deutschen Parlament die derzeitige Situation in der Welt wie folgt. Ich zitiere: 222 ausgetragene Konflikte, wovon 1 Milliarde Kinder betroffen sind, wo 69 Millionen Menschen auf der Flucht weltweit sind, davon 52% Kinder. Wer für diese dramatische Entwicklung seit 1990, dem Jahr der Wiedervereinigung Deutschlands, Verantwortung trägt, erklärt die Bundeskanzlerin nicht. Ungeachtet von Völkerrecht, EU-Rechtsprechung, Einigungsvertrag, Grundgesetz, Rüstungsexportkontrollgesetz genehmigen der Bundessicherheitsrat unter Vorsitz von Dr. Andrea Merkel, Dr. Merkel, deutsche Rüstungsexporte an die übelsten Halsabschneiderstaaten dieser Welt. Waffenlieferungen für zig Milliarden Euro, Profitinteressen der deutschen Rüstungsindustrie stehen höher im Kurs als Menschenleben in fremden Ländern, wo deutsche Waffen Konflikte verlängern, noch mehr Menschen ihr Leben verlieren, beziehungsweise die Gesundheit und noch mehr Güter und Infrastrukturen zerstört werden. Nichtsdestotrotz treiben die selbsternannten Friedensstifter der EU- und NATO-Staaten ihre geografischen Kriegsszenarien weiter voran und werden ganz euphorisch bei dem Gedanken, weitere Regierungen zu stürzen, noch mehr Land und Ressourcen unter Einfluss auf der Welt zu gewinnen. Und das alles im Namen von Frieden, Freiheit, Wohlstand, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, nicht zu vergessen. Was zurückbleibt, sind zerfetzte Leiber. Durch Bomben und Gewehrkugeln sind Millionen von trauernden Familien und zerstörte Infrastrukturen. Waren im Jahr 2014 noch 51,2 Millionen Menschen wegen Kriegen, Vertreibung, Raub der Existenzgrundlagen, religiöse und politische Verfolgung auf der Flucht, waren es im März 2018 schon 68,5 Millionen, ein Zuwachs von 17 Millionen innerhalb der letzten 4 Jahre nur. Für immer verloren sind all die namenlosen Leben auf der Flucht, die das Sand der Wüste Afrikas verdeckt. Verloren sind die zappelnden Leiber, die das Mittelmeer unerbittlich verschlingt. Zurück in ihrer Entwicklung bleiben jene Nicht-EU-Länder, die millionenfach Flüchtlinge solidarisch aufnehmen. Zurückbleiben in den EU-Staaten jene Bürger, die aus falschem Patriotismus Flüchtlinge als Feindbild ausmachen, anstatt die Verursacher dieser Verantwortung, dieser weltweiten Tragödie zu bringen.